Morgens mit dem ersten Kaffee, mittags nach dem Essen, abends bei einem Glas Wein und immer wieder zwischendurch. Überall gehörte für Anja Jung ganz selbstverständlich eine Zigarette dazu. Und das mehr als 30 Jahre lang. Für mich war Zigarette oft vermeintlich auch ein Stressabbau. Was zur Lebensqualität dazugehört hat. Die Zigarette hat mir auch ein Stück weit Sicherheit gegeben. Deswegen denke ich, bin ich auch an der Zigarette hängen geblieben. 12 bis 14 Zigaretten waren es pro Tag. Heute ist Anja Jung rauchfrei, durch Hypnose. Denn die Pforzheimerin wusste, alleine schafft sie es nicht. Durch Internetrecherche ist sie auf Hypnosetherapeut Hakan Temizer gestoßen. Bei ihm findet die Rauchentwöhnung meistens in 2 Sitzungen statt. So war es auch bei Anja Jung. Die Motivation kam eher von meinen Kindern, von meiner Familie. Die haben einfach Angst um mich gehabt, weil man ja weiß, was Rauchen alles mit einem anstellen kann, dass man dort davor krank wird. Und das war so die Hauptmotivation. In einem Vorgespräch lernt Hakan Temizer seine Klienten und ihr Verhältnis zum Rauchen kennen. Ihr Suchtverhalten, Gewohnheiten im Alltag und die Beweggründe aufzuhören. Und gibt es noch irgendwelche Aspekte in Ihrem Leben, denen Sie sehr viel Wert beimessen? Also meine Familie an erster Stelle. Mhm. Oder wenn man was ernten kann im eigenen Garten. Mhm. Sehr schön. Stichworte, die Klienten ihm in diesem Vorgespräch geben, nutzt Hakan Temizer dann bei der Hypnose. Bei Anja Jung haben sich für den Therapeuten die Schlüsselbegriffe Familie und Garten herauskristallisiert. Der Klient wird erstmal in einen Entspannungszustand überführt, sodass der bewusste Verstand einfach weitestgehend ausgeblendet wird. Und dann hat dann der Klient quasi einen viel tieferen Zugang zu seinen inneren Erfahrungen, Bilder, Möglichkeiten, das sonst ungenutzt in uns drin liegt. Und da ist dieser Raum in deinem Herzen. Raum zu bekommen für was Neues in dir. Vielleicht sogar einen Raum zu bekommen für den Garten in dir. Dann kann was Großes, Buntes entstehen. Genau. Dann kann was Großes und Buntes entstehen. Eine Wahrnehmung, die dir so viel mehr geben kann, als es das Rauchen jemals könnte. Ist es so? Bis kein Platz mehr ist für was Nebliges, Rauchartiges. Was genau bei einem Menschen unter Hypnose geschieht, ist nicht vollständig bekannt. Neuropsychologische Untersuchungen zeigen, dass die für Gefühle und Fantasie zuständigen Gehirnareale im Trancezustand sehr aktiv sind. So als würde man tatsächlich gerade etwas sehen, fühlen oder erleben. Es ist so eine Art tiefe Entspannung, in der ich mich nur mit mir selber auseinandersetze. Damit arbeitet Hakan Temizer. Er versucht, unbewusste Verknüpfungen zwischen dem Rauchen und positiven Emotionen aufzulösen. Wir haben aber auch eine gewisse Trance-Sprache. Also wir erleichtern das Erleben des Klienten durch bestimmte Wörter. Wir können mit Implikationen arbeiten. Also wir sagen zum Beispiel noch nicht oder bald. Ja. Das sind alles Wörter, die der bewusste Verstand nicht abwehren kann quasi. Weil was heißt schon bald? Ja? Nach rund einer Dreiviertelstunde holt er seine Klientin zurück in die Realität. Direkt nach der ersten Sitzung passierte etwas mit Anja Jung. Als ich dann ins Auto gesessen bin, ich habe im Auto geraucht, hat es in dem Auto noch Rauch gestunken und es hat mich dann so berührt, negativ berührt. Ich habe dann weinen müssen, habe gedacht, oh Gott, was habe ich mir und meinen Kindern eigentlich die ganze Jahre angetan? Und dann war klar, dass ich keine mehr rauche. Zu den möglichen Langzeitfolgen von Zigarettenkonsum zählen chronische Bronchitis, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. Vor allem ihre Töchter sorgten sich um die Gesundheit der heute 49-Jährigen. Ich wusste, das war für meine Mama wie so eine Pause, irgendwie das Rauchen. Aber ich wusste halt auch, wenn sie reinkommt, dann riecht es nach Rauch. Und für mich war das immer eine Gefahr, irgendwie, wenn sie rauchen war, weil ich das immer mit Krankheit in Verbindung gebracht habe, schon seit ich klein bin. Von einigen Schäden erholt sich der Körper eines langjährigen Rauchers wie Anja Jung wieder. Der Sauerstoffspiegel im Blut normalisiert sich, die Lunge reinigt sich allmählich wieder und die Immunabwehr verbessert sich. Auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder verschiedene Krebserkrankungen wird immer geringer, je länger der Rauchstopp anhält. Anja Jung ist nun knapp ein Jahr rauchfrei.
Der Kostenpunkt 300 Euro. Geld, das sie sonst für rund 40 Schachteln Zigaretten ausgegeben hätte. Also jetzt im Moment bin ich der festen Überzeugung, dass ich das in meinem Leben nicht mehr brauche. Weil ich es, glaube ich, auch persönlich als Niederlage empfinden würde, wenn ich es wieder anfangen würde, meine Familie enttäuschen würde. Und ich möchte meine Freiheit auch nicht wieder aufgeben, es nicht mehr zu müssen.